Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Punktum, Ihrem regionalen Fernsehprogramm zu einer weiteren Ausgabe von Zu Gast. Und ich freue mich heute hier im Studio Gottfried Appel begrüßen zu können. Und zwar in seiner Funktion als Vorsitzender des Jutta von Sangerhausen Vereins. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Herr Appel, wir kennen uns ja schon seit Jahrzehnten, haben wir gerade im Vorgespräch nochmal festgestellt, mindestens so lange, wie es Punktum gibt. Und Sie sind ja wirklich bekannt im Sangerhäuser Raum und darüber hinaus. Trotzdem, denke ich mal, werden Sie nicht alle kennen von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen. Deswegen möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, am Anfang der Sendung mal ein paar Sätze über sich zu sagen. Da gibt es nämlich einiges zu berichten. Wer ist denn Gottfried Appel? Ja, Gottfried Appel, ich bin seit etlichen Jahren nicht mehr im offiziellen Dienst. Ich bin Ruheständler, Rentner oder wie man das auch immer bezeichnet. Und deshalb ist es richtig, das werden mich nicht mehr viel kennen. Aber ich habe mal gearbeitet in dem Bereich als Pfarrer und Superintendent, also in einer kirchlichen Aufsichtsfunktion. Und bin also auch nicht aus dieser Gegend. Ich bin als Pfarrer, das ist bei vielen so, auch von Ort zu Ort gewandert und gereist. Bin im Osten Deutschlands aufgewachsen, also in der damaligen DDR. Und bin in Sangerhausen hängen geblieben. Da bin ich jetzt wirklich am längsten innerhalb meines Lebens. Und man sollte sich ja auch für den Ruhestand Aufgaben suchen. Und da habe ich noch eine Menge Möglichkeiten. Das Schöne ist, mein Gehalt beziehe ich, aber das ist nicht mehr leistungsabhängig, sondern ich kann dies und jenes tun, entsprechend meinen Gaben und Fähigkeiten. Und eine dieser Entscheidungen war, dass ich gesagt habe, ich werde mich engagieren bei dem Jutta von Sangerhausen Verein. Genau. Und das ist ja der Aufhänger, denn bei den diesjährigen Jutta von Sangerhausen Tagen, die ja endlich nach der langen Corona-Pause wieder stattfinden konnten, da haben wir uns getroffen, da dachte ich, Mensch, das müsste man eigentlich mal näher beleuchten, denn diese Jutta von Sangerhausen ist eine wichtige historische Figur für die Berg- und Rosenstadt. Und aufgrund dessen, unter anderem, ist es ja auch dieser Verein entstanden. Ja, wie ist er denn überhaupt entstanden? Ja, die Entstehung des Vereins hat was mit dem gewachsenen Interesse an Jutta von Sangerhausen zu tun. Jutta von Sangerhausen wurde verehrt innerhalb der katholischen Kirche als Regionalheilige. Und die katholische Gemeinde hat das Andenken an Jutta von Sangerhausen gepflegt. Darüber hinaus kannten einige historisch bewanderte Leute, zum Beispiel vom Geschichtsverein Jutta von Sangerhausen. Es ist etwas passiert nach 1990, nach der politischen Wende, dass eine katholische Kantorin festgestellt hat, die Kirche, in der Jutta gewesen ist, die Ulrichskirche in Sangerhausen, die müsste der Ort sein, wo Jutta bekannter gemacht wird. Sie hat ein Theaterstück geschrieben und das wurde dort aufgeführt. Ungefähr im selben Zeitraum hat es auch angefangen, dass man von Frauenortevereinen her sich Orte gesucht hat, wo Frauen in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt haben. Da ist man auch auf Sangerhausen gekommen mit Jutta von Sangerhausen. Und da ist ein Platz vor der Ulrichskirche, heißt jetzt Jutta von Sangerhausen Platz. Das ist gewissermaßen damals passiert durch diesen Verein. In Sangerhausen begannen dann Jutta von Sangerhausen Tage durch verschiedene aktive Beteiligte, also katholische Gemeinde, war gegeben die Ulrichsgemeinde als die Gemeinde, die zur Ulrichskirche gehört. Fraueninitiative Sangerhausen, die nach Frauengestalten suchten, die sich selber behauptet haben, ihren eigenen Weg gegangen sind. Und so weiter und so fort. Da haben sich also Leute getroffen
Und die Frage war immer, wer macht das, wer macht das und wer bezahlt das, wer bezahlt jenes. Und irgendwann ist dann die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, der auch Spenden entgegennehmen kann und der dann Ausgaben tätigen kann und der dann die verschiedenen Interessen zusammenfasst. Und diejenigen, die das für vernünftig gehalten haben, haben dann einen Verein gegründet. Ursprünglich waren das mal 9 Leute. Im Augenblick sind es 13. Zwischendurch hat es mal auch mehr einen Abbruch gegeben, aber jetzt sind wir 13 Leute, also ein kleiner Verein. Aber wir binden Interessen zusammen und da geht es nicht nur um die Jutta von Sangerhausen-Tage, sondern um Jutta von Sangerhausen, also auch um den Jutta-Platz, dass der gepflegt wird, dass der gestaltet wird. Das ist in Absprache mit der Stadt Sangerhausen passiert. Die war also auch immer interessiert. Dann haben wir eine Jutta von Sangerhausen-Rose inzwischen. Die ist jetzt an verschiedenen Stellen gepflanzt, jetzt gerade neu gepflanzt vor der Ulrichskirche und in der katholischen Gemeinde, auch in der Nähe der Kirche. Ja, das ist also der Verein, aber der dreht sich ja um die Person der Jutta von Sangerhausen. Und die hat ja nun vor langer, langer Zeit gelebt und das beinhaltet auch den Umstand, dass so viel, furchtbar viele historische Tatsachen ja nicht bekannt sind. Aber wir haben ein paar Bilder, die müssen natürlich, sind natürlich künstlerisch gestaltet, es gab ja keine Fotografie zu dem Zeitpunkt. Die wollen wir uns mal anschauen zusammen, um vielleicht das alles ein bisschen so zu illustrieren, was Jutta so an künstlerischen Spuren hinterlassen hat. Ja, was haben wir da jetzt, was sehen wir da jetzt gerade? Ja, das ist ein Holzrelief. Das befindet sich in einem Nebenraum der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Die dazugehörende Pfarrei heißt Pfarrei St. Jutta inzwischen, auch infolge dieses gewachsenen öffentlichen Interesses. Dieses Bild macht zweierlei deutlich. Einmal ist die Sonne, das ist das Symbol der Jutta. Mhm. Die Heilige mit der Sonne wird sie auch bezeichnet. Und dann sind zwei hilfsbedürftige Menschen, die also auch bittend ihre Hände zu Jutta ausstrecken. Und sie gilt als eine Frau, die einerseits sehr viel gebetet hat, die Verbindung mit Gott gepflegt hat und das auch gewissermaßen unter Menschen weiter im Osten populär gemacht hat. Die Verbindung mit Gott, den wir durch Jesus Christus kennen. Und das andere ist die logische Folge daraus, dass die Nächstenliebe die wichtigste Eigenschaft von Menschen sein soll, die an Gott und an Jesus Christus glauben. Und das hat sie also praktiziert. Ja, das ist jetzt eine Ausstellung, wenn ich das richtig sehe, ja. Ja, also dieses Bild weist auf das letzte Jahr hin. Wir hatten für das Jahr 2020 die Jutta-Tage vollständig geplant und mussten sie vollständig absagen, wegen der Corona-Pandemie. Und im Jahre 2021, da ist diese Ausstellung entstanden, hatten wir 3 Punkte noch geplant. Davon musste einer wieder wegfallen, ein anderer konnte nur digital stattfinden. Und die einzige öffentliche Sache war die Ausstellung Frauenorte in der Ulrichskirche in Sangerhausen. Sangerhausen ist einer von ungefähr 50 Frauenorten in Sachsen-Anhalt, die jetzt auch mit einer neuen Karte gewissermaßen touristisch verbunden sind, parallel zu der Straße der Romanik. Und die Frauenorte präsentieren sich hier in Ausschnitten. Also das sind so viele Frauenorte, die haben wir da nicht sichtbar machen können. Ja, das ist natürlich bei 50 die ganze Menge. Das ist natürlich klar. Ja, das ist jetzt eine künstlerische Darstellung von ihr. Diese Darstellung hat ihren Ursprung in dem heutigen Polen. In dem heutigen Polen liegt Kulmsee, polnisch Helmscha. Der Ort
an dem Jutta beerdigt ist. Sie ist dort im 13. Jahrhundert am 5. Mai des Jahres 1260 gestorben und sehr zeitig als Heilige verehrt worden, aber die Heiligensprechung hat dann nicht stattgefunden. Wahrscheinlich sind die Unterlagen auf dem Weg nach Rom verloren gegangen. Aber die Verehrung ist geblieben und ist später dann also auch nach Sangerhausen zurückgekommen in die katholische Gemeinde. Und hier ist auch wieder das Symbol der Sonne. Das geht auf eine Erzählung, eine Legende über Jutta zurück, dass sie bei der Betreuung von armen, kranken, Sterbenden mit ihren Gehilfinnen unterwegs war und dann ging die Sonne schon unter und die hatten Angst auf dem Weg im Wald und da hat Jutta gebetet und dann ist die Sonne noch stehen geblieben, damit sie hell nach Hause kommen. Also das ist die Erzählung, die dahinter steckt. Die ist auch sehr stark symbolisch, dass also durch ihren Glauben für sie Licht in einer dunklen Welt war. Und sie selber ist ja gewissermaßen für andere zum Licht geworden. Mhm. Also zur einer leuchtenden Figur, die sich um Menschen gekümmert hat, die weit ab von ja, christlicher Kultur waren. Also das waren eroberte Gebiete durch den Deutschen Orden. Und sie ist aber eben nicht mit dem Schwert gen Osten gegangen, das ist wichtig, sondern sie ist als Dienende, als ein Mensch, der sich um Menschen kümmert, der ihnen zu Füßen liegt. Mhm. Sie wird immer wieder dargestellt, auch als Person, die dem anderen sich dienstbar macht. Ja, jetzt haben wir das, gibt es ein Logo, ja. Ja, und in dem Logo ist jetzt zweierlei, also erstmal auf der linken Seite ist die katholische Herz-Jesu-Kirche in Sangerhausen, rechts ist die Ulrichskirche in Sangerhausen und in der Mitte ist das Logo von Jutta von Sangerhausen. Da ist die Sonne gewissermaßen im Hintergrund und die Ulrichskirche ragt gewissermaßen hinter hier auch in die Höhe. Das ist die Kirche, die schon ungefähr 100 Jahre existiert hatte, als Jutta lebte. Mhm. Die Kirche, in der sie Gottesdienst erlebt hat, beten gelernt hat. Und von Sangerhausen aus ist sie ja dann später, am Ende ihres Lebens, dann gen Osten gegangen, wahrscheinlich über Magdeburg. Das ist dann drin. Das ist der Blick in die Ulrichskirche. Am Pult ist gerade die Mitarbeiterin der Frauenorte in Halle, die diese Ausstellung eröffnet. Ja, das ist auch wichtig. Das ist eine wunderschöne Sache, eine Stiftung. Wir kennen den Spender nicht. Der Künstler ist bekannt, Hans Apel. Der hat in Magdeburg am Dom die Geländer gebaut und Türklinke. Und der hat hier die Jutta von Sangerhausen nochmal ganz neu gestaltet. Eine Frau, die in der einen Hand die Sonne und in der anderen das Kreuz hat. Sie ist ja. Und das steht in der Ulrichskirche, ja. Und das steht in der Ulrichskirche im Seitengang. Ist eine sehr freundliche, sehr zugewandte Person. Da fehlt auch das Kopftuch, das ist ja umstritten. Wir wissen nicht, wie Jutta ausgesehen hat, aber sie hat keinem Orden angehört. Das ist das Besondere auch. Sie war noch nicht mal bei den Beginen hängen geblieben, sondern ist ihren ganz eigenen Weg gegangen als Frau, als Christin, als Jesus-Nachfolgerin zu den Menschen im Osten. Ja, das ist nochmal ein Blick in die Ulrichskirche, noch in einem anderen Winkel. Ja, und dann haben wir noch die Darstellung hier. Das ist interessant. Manche Sangerhäuser werden dieses Bild vielleicht kennen, vielleicht vom Vorübergehen, wenn man den Markt verlässt und über diesen kleinen Vorplatz die Schmidtstraße hochgeht.
dann ist in einem Giebel ein großes Bild mit historischen Persönlichkeiten aus Sangerhausen. Und interessant ist, dass Jutta hier als Pilgerin dargestellt ist. Also sie hat sich ja auf einen weiten Weg gemacht. Wir haben ja mal einen Besuch auch dort gemacht, als Jutta von Sangerhausen e.V. Und da hat man also auch mit dem Auto ganz schön zu fahren. Und wenn man überlegt, sie hat den Weg zu Fuß zurückgelegt, vielleicht noch mal im Ochsenkarren mitgefahren. Sicherlich eine andere Zeit. Das war auch der Verlauf der Zeit wurde sicherlich auch im 13. Jahrhundert ganz anders auch bewertet als heute. Ja, und wie lange sie gebraucht hat, das wissen wir nicht. Ja, da sind wir wieder, haben wir ein paar Bilder gesehen, um sich eine Vorstellung zu machen. Die haben jetzt einiges erfahren über Jutta von Sangerhausen, Sterbeort und Sterbedatum zum Beispiel. Das muss ja dann relativ sicher sein. Aber viele andere biografische Daten sind es nicht so. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch von dem, was man über Jutta von Sangerhausen wissen sollte oder was jetzt Forschungsstand ist? Wo kam sie her, in welchem Umfeld und so weiter? Sie haben gehört, einige Sachen gehört, was sie nicht war, nämlich Ordensfrau zum Beispiel. Ja, also das ist natürlich im Laufe der Geschichte immer mal umstritten gewesen und da gibt es auch möglicherweise verschiedene Meinungen dazu. Was heißt der Stand der Forschung? Es gibt also Historikerinnen, die sich damit befasst haben und die sind der Meinung, sie ist wirklich ihren eigenen Weg gegangen. Und es gibt mehrere Darstellungen einer Heiligen mit Sonne, wo wir denken, dass es die Jutta ist. Mhm. Also die nächste von Sangerhausen aus gesehen in nördlicher Richtung ist Wernigerode in der Johanneskirche. Aber dort gibt es auch Leute. Schwierig, die Sonne ist ja so ein elementares Symbol, dass das ja in vielfältiger Form dann auftaucht. Ja. Da ist aber keine große Gefahr. Also die heiligen Darstellungen sind stark symbolisch gekennzeichnet und zwar eigentlich sehr klar. Also da kann es normalerweise selten Verwechslung geben. Es gibt immer mal Fragen, ja, ist das jetzt so oder so? Die Muschel. Ja, beispielsweise, ja. Genau, oder Andreas, das Andreaskreuz, das wir also auch von Bahnschranken kennen. Petrus mit dem Schwert. Paulus mit dem Schwert. Ja, genau. Ja. Petrus war so. Petrus mit dem Schlüssel. Also da gibt es also sehr klare Zuordnung. Und bei Jutta ist eine klare Zuordnung die Sonne. Es gibt noch eine andere Heilige und da ist gewissermaßen eine Verwechslungsmöglichkeit. Aber wir wissen, auf dem Weg nach Magdeburg und von dort nach Osten, es gibt so viele Darstellungen nicht, die übrig geblieben sind. Das wäre auch nochmal eine künftige Forschungsaufgabe, das genauer zu untersuchen und zu bewerten. Ja, es ist ja aus heutiger Sicht nach den vielen Jahrhunderten ja gar nicht so leicht, das so nachzuvollziehen, wie so ein Leben dann praktisch stattfand. Wenn man sagt, ich bin unabhängig, kann man einfach so losgehen und wo geht man hin und wovon lebt man und so weiter und so fort. Das sind ja alles so ein paar, ich will jetzt mal brutal sagen, technische Fragen, aber da gibt es natürlich auch keine richtigen Antworten, kann es ja nicht Doch. Geben. Ja? Also es gibt Herrn Dr. Gerlinghoff, der hat Quellen zu Jutta zusammengetragen, in einem Buch zusammengefasst. Das ist sehr aufschlussreich. Er hat das auch zeitlich zugeordnet. Die älteste schriftliche Quelle ist ein Buch der Mechthild von Magdeburg, die ja am Ende hier auch im Kloster Helfta bei Eisleben gelebt hat und vorher in Magdeburg war und ein Buch heißt Das fließende Licht der Gottheit und sie hat Visionen von Jesus Christus und er sagt ihr, ich habe Heilige gesandt und zu den neuen Heiligen gehört Schwester Jutta von Sangerhausen, die Jesus Christus gesandt hat gen Osten zu den Heiden mit ihrem Vorbild und mit ihrem Gebet. Also hinter dem Vorbild steckt diese Nächstenliebe. Und hinter dem Gebet die Frömmigkeit. Und das ist eine Quelle.
Viel mehr steht in dem Satz dann nicht drin, aber dieser Satz leuchtet bis in die Gegenwart. Also das ist schon, viele Menschen kennen wir gar nicht, aber hier wissen wir den Namen und Anhaltspunkte für ihr Leben. Es gibt aber mehr Quellen. Es gibt die Verehrung von Jutta am Zielort ihres Lebens in Kulmsee, Helmscha. Da im Dom ist einer der Altäre der Jutta geweiht. Und von daher kennen wir den Termin, das ist dann auch der Gedenktag der Jutta, der 5. Mai 1560 soll ein Himmelfahrtstag gewesen sein. Das habe ich noch nicht nachgeprüft. 1260, richtig. 1260. Und das andere sind weitere Überlieferungen, die sich in Erzählungen niederschlagen. Die werden aber immer üppiger, wie das auch bei Legendenbildung ist. Aber man kann daraus schlussfolgern, Legenden sind nicht nur erfunden, sondern da gibt es immer einen historischen Kern. Und dann ist auch klar, dass die Jutta von Sangerhausen Tage im Anfang Mai stattfinden, um diesen Todestag herum. Und Sie sagten es ja, dass einer der Gründe war, warum der Verein gegründet wurde, dass mal im Prinzip die ganzen Aktivitäten um diesen Tag herum mal gebündelt wurden und das alles in eine feste Form gegossen werden konnte auf die Art und Weise. Es sind ja jede Menge Beteiligte, die sich da mit einbringen. Unter anderem sind es ja immer wieder Schüler. Wie empfinden Sie denn das, wenn man Ihnen jetzt so einen historischen Gegenstand näher bringt, der ja Hunderte wegliegt, diese Frau und was sie tat, was sie wie heute bedeutet, etc. pp., wie reagieren die drauf? Ja, also es ist sehr interessant. Die Schüler sind sehr engagiert. Das waren zunächst Schüler der Freien Schule in Riestedt und dann jetzt schon seit mehreren Jahren Gymnasiasten aus dem Gymnasium, Geschwister Scholl in Sangerhausen. Unter Leitung von Frau Horn gibt es eine Theatergruppe und die hat sich mit dem Thema befasst. Und da gab es auch Änderungen aufgrund von Quellenstudien, wie man das Leben der Jutta von Sangerhausen darstellt. Das ist sehr interessant. Und natürlich, ein Effekt ist, dass die Schüler Jutta von Sangerhausen kennen und mit ihr was anzufangen wissen. Und auch wissen, das hat auch was mit der Gegenwart zu tun. Ich weiß noch am Ende dieses Spiels in diesem Jahr und auch bei der letzten Aufführung vor 3 Jahren haben sie dann gezeigt, wo heute solche Nächstenliebe passiert, so praktische Zuwendungen zu Menschen, die bedürftig sind, zu Menschen, die krank sind, zu Menschen, die andere Hilfen brauchen. Und dann kam zum Beispiel wirksam auch die Sangerhäuser Tafel zur Sprache und wir haben auch jetzt jedes Jahr bis 2019 eine öffentliche Jutta-Tafel gemacht. Diesmal konnten wir es nur andeuten, auch wegen der Corona-Pandemie. Aber da wird auch was sichtbar. Zuwendung zu Menschen, die in Not sind. Aber alle anderen Einrichtungen wie Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, und andere Hilfseinrichtungen. Ja, das ist institutionalisiert, was damals natürlich auf Eigeninitiative stattfand. Genau. Logischerweise, weil sich ja die Gesellschaft verändert hat. In mancher Hinsicht hat man das Gefühl, dass es sich gar nicht so verändert hat. Es gab damals Kriege, leider heute wieder. Wirtschaftliche Unsicherheiten, das ist auch ein Thema, was jetzt gerade aktuell ja viele bedrückt, was ja auch zur Folge hat, dass ja, naja, die Zahl derer, die wirklich objektiv Probleme haben, über die Runden zu kommen, wieder größer wird. Und das wirft ja nun ein Licht auf die Tätigkeit von Jutta von Sangerhausen, die das die Not und Elend mindern wollte in ihrem Umfeld. Ist ja eigentlich aktueller denn je? Ja, für mich sind da 2 Dinge sehr wichtig. Einmal die Zuwendung zu Menschen, die Hilfe brauchen. Gerade da, wo Jutta hingegangen ist, das ist das heutige Polen, die sind diejenigen, die meisten Flüchtlinge jetzt aus der Ukraine aufgenommen haben. Und das in einer großen Offenheit und möglichst unbürokratisch. Also da kann man sagen,
Das ist ein heutiges Problem, die Bürokratie, die gab es damals so nicht. Die Probleme waren damals ganz anders. Es gab keine gesicherten Wege, auch für Jutta nicht. Man hat alles auf Risiko gemacht, auch die Hilfe. Und sie hat einfach das, was sie tun konnte, getan. Das ist wichtig, dass wir tun, was wir können und dass wir auch uns Wege suchen. Jutta hat sich einen Weg gesucht. Wo kann sie was für Leute tun, die das brauchen? Und sie ist in östlicher Richtung gegangen, da wo Menschen gewissermaßen erobert worden sind. Und jetzt hat sie gesagt, das Christentum kann man nicht mit Feuer und Schwert verbreiten, sondern das muss quasi von innen herauskommen, durch den Dienst der Nächstenliebe. Und sie hat ihren Weg gesucht und gefunden und ist ihn selbstständig als Frau ohne Schutz, ohne, ja doch, fremde Hilfe, insofern, dass ein Verwandter von ihr quasi Ordensritter war und sie den Weg wahrscheinlich einigermaßen sicher gehen konnte. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutete, sich auf so einen Weg zu machen, durch weitestgehend ja, mehr oder weniger unbewohnte Gebiete, wo es kaum, ja, Straßen in dem Sinne gab es ja auch nicht. Es gab Handelswege oder ein paar Routen oder sowas, aber die schon andere gegangen sind, aber so richtig war das ja alles eher unwegbar. Und wer kannte das schon, wo man da mal ankommt und wie weit das alles ist? Also da muss schon viel Mut dazugehört haben, sich auf so einen Weg zu machen. Ja, also das hat was mit ihrem Glauben an Jesus Christus zu tun. Sie sagen, es gab für sie nichts Wichtigeres, als ihm auf irgendeine Weise nachzufolgen. Und sie hat ihre eigene Weise gefunden. Und sie hat sogar, also Adliger war sie sicher vermögend gewesen, ihr Vermögen hingegeben, geopfert, freiwillig gewissermaßen verzichtet, um für andere da zu sein. Und die hatte ein Ideal, sie hatte einen Glauben, woraufhin sie das auch so getan hat. Und ich denke, je nachdem, wie wir erzogen sind, aber auch uns geistig weiterbilden, werden wir unser Leben gestalten. Und die Notwendigkeiten, die heute bestehen, sind ja vielfältig. Da ist ja nicht nur, dass wir immer noch Krieg haben. Es ist ja keine Pause gewesen. Die gab es ja weiter, auch nur weiter weg. In anderen, weiter weg. Das ist einfach nur etwas näher herangerückt. Dass wir nicht aufhören, Wege zum Frieden zu finden. Das ist einer der Impulse. Dass wir auch gewissermaßen uns selber überwinden und sagen, wir machen alles, was wir können. Wie die Jugend, die sich für den Schutz des Klimas einsetzt, mit den Fridays for Future, oder dass man in der Corona-Pandemie und in vielleicht noch künftigen Pandemien wirklich alles tut, um diese Krankheit A zu bekämpfen und B aber auch einzuschränken, die Ausbreitung dieser Krankheiten. Also es gibt viele Baustellen und die Frage ist, denke ich jetzt dabei nur an mich, wie ich ja horten kann, oder denke ich daran, was kann ich tun, damit die Gemeinschaft der Menschen weiterkommt? Ja, ich denke, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Und der aktuelle Bezug ist einfach da, dass man vielleicht sich mal selber reflektiert und sagt, einfach nicht so, was soll ich machen bei so vielen Dingen, was soll ich verändern? Nein, man kann in seinem eigentlichen Umfeld, in seinem direkten Umfeld schon was tun. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir vielleicht von Jutta von Sangerhausen lernen können. Dass man eben das, was machbar ist, wirklich anpackt und einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass die Welt ein bisschen besser wird. Herr Abel, ich danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiter mit dem Verein und dass das jetzt regelmäßig wieder stattfinden kann. Und wir haben ja auch gelernt, die Jutta von Sangerhausen-Tage sind ja bei weitem nicht das Einzige, um das sich der Verein kümmert, aber es ist doch eine zentrale Säule. Und gerade dieses Treffen draußen, das Miteinander, das hat ja wirklich gefehlt in den letzten 2 Jahren. Und dass das jetzt langsam wieder möglich wird, das ist eigentlich ein sehr positiver Aspekt dieser hoffentlich ausklingenden Corona-Pandemie. Aber man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Aber kann man nur das Beste wünschen. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Und liebe Zuschauer, ich bedanke mich fürs Dranbleiben. Aber Sie wollten noch was sagen? Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Wir können auch bei dem Verein natürlich noch Mitarbeit gebrauchen und wir können auch Spenden gebrauchen. Wir sind ein kleiner Verein mit einem kleinen Haushaltsvolumen, aber wollen eben an dem Punkt die verschiedenen Impulse von Jutta in die Gegenwart verstärken.
Ja, dann blenden wir doch einfach mal Ihre Internetadresse ein und da sind dann alle Informationen, die Sie brauchen, die Zuschauer, um Kontakt aufzunehmen bzw. auch zu spenden. Das ist alles da drauf. Also vielen Dank fürs Kommen. Ich fand es sehr interessant, dass man mal über so ein Thema spricht und man denkt, das liegt Jahrhunderte zurück, aber es gibt doch Konstanten, die immer gelten und an denen man sich doch festhalten kann. Und genauso hoffe ich, dass Sie diese Konstante, nämlich zu Gastsendung bei Punktum, die es ja seit knapp 25 Jahren jetzt gibt, auch insofern würdigen, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es mit der nächsten Sendung soweit ist. Hier für diesmal beenden wir unser Gespräch. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Appel, und vielen Dank fürs Dranbleiben. Danke. Dank. Tschüss.